Wer beschlummert vor, ich skulle inspiriert drei Labrador. Als ich mich entschied, das dritte Labrador-Album aufzunehmen, bin ich natürlich auf die Suche nach Musikern gegangen, die mit mir aufnehmen. Vor einem Jahr bin ich nach Hamburg gezogen und habe dort ein junges Jazz-Trio kennengelernt, die mit mir zusammenarbeiten wollten. Ich wollte einen jazzigen Sound und fand einen Produzenten. Er wollte erst die Band hören, bevor er mit mir ins Studio geht. Wir spielten dann ein Konzert hier in Hamburg, doch unglücklicherweise fiel mir dort auf, dass wir nicht so gut zusammenpassen. Der Produzent sah sie und riet mir nicht, mit ihnen aufzunehmen. In Berlin fand ich daraufhin eine Band aus New York, die aber gleichzeitig mit ihren eigenen Sachen zu sehr beschäftigt war. Wir haben dann in Hamburg eine Rhythmusband gefunden. Ich ging nach Kuba mit der Absicht, nach meiner Rückkehr ein Album in Hamburg aufzunehmen. Aber stattdessen entdeckte ich die richtigen Musiker in Havanna. Nachdem ich zwei Songs mit ihnen aufgenommen hatte, war ich komplett von diesen Jungs überzeugt. Die luftige Art zu spielen war genau das, wonach ich gesucht hatte. Wir haben den Musikern gesagt, dass sie um 9 Uhr kommen sollen. Mick und ich kamen um 8 Uhr, um einige technische Vorbereitungen zu treffen. Um 9 Uhr war kein Musiker da. Die anderen versicherten mir, dass sie nach kubanischer Zeit kommen würden. Um 9.30 Uhr gab es immer noch keinen Musiker weit und breit. Dann um 10 Uhr kam der Bassist. Dann der Trompeter. Aber es fehlte immer noch der Drummer. Er kam dann aber um 10.30 Uhr mit seinem Schlagzeug unter den Armen. Als ich ihn sah, wusste ich, dass er gut sein würde. Ich hatte ihn vorher niemals spielen gehört, doch ich wusste, dass er es drauf hat. Er baute sein Schlagzeug in 5 Minuten auf, machte einen Soundcheck, witzelte mit dem Techniker herum und dann war er bereit zu spielen. Miracle hatte er vorher nie gehört. Aber er spielt es durch und nach dem zweiten Durchlauf fragt er: Na, ist das okay so? Wasting my time in the bar, I'm kissing the moon and a star. Secret life, I'm alright, I'm fine so far. Darauf stieg dann der Bassist ein und spielte es ein paar Mal. Die restlichen Musiker machten das Gleiche. Und um 12 Uhr mittags, anderthalb Stunden nach dem ersten Soundcheck, war der Track aufgenommen. Der Studiotechniker meinte dann: Kommt, lass den nächsten machen. Wir machten einen anderen Song. Sie tranken flaschenweise rum, aber sie spielten eine großartige Version von This is for Loving. Und am Ende tanzten alle spontan Salsa. Sie dachten, es wäre absolut fantastisch. Ich flog dann mit diesen zwei Songs in der Tasche nach Hause und dachte, da will ich meine Platte aufnehmen. Danach bereitete ich die anderen 10 Songs vor und kehrte nach Kuba zurück. Ich buchte das Studio für eine Woche, um dort aufzunehmen.
Und dann trafen wir uns immer am Abend und arbeiteten bis zum nächsten Morgen. War eine fantastische Woche. Natürlich war es etwas unwirklich, in einem Studio in Havanna aufzunehmen. Ich spreche kein Spanisch und alle um mich herum aber schon. Da es meine Musik war und ich gleichzeitig Produzent, musste ich die Sachen daher abkürzen, wenn es etwas gab, was mir nicht gefiel. War absolut surreal, aber auch aufregend. Bin hochzufrieden mit den Aufnahmen. In Hamburg und Kopenhagen machte ich dann noch Overdubs und das Mischen. Nun ist es fertig und es klingt genauso, wie ich es wollte.